Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir auf diesem Kanal. Heute zeige ich euch, wie ein Schwangerschaftstest funktioniert. Eigentlich ist es total simpel und die meisten Leute, die sich mit dem Thema auskennen, denken sich so, oh mein Gott, warum macht ihr so ein Video? Ist doch ganz simpel. Ja, aber für einige, zum Beispiel auch ganz viele junge Leute, die wissen einfach nicht, wie sowas funktioniert und die spreche ich mit diesem Video an. Und da ich gerade sowieso einen machen wollte, dachte ich mir, okay, machen wir einen. Bei mir wird er positiv sein, weil ich schwanger bin. Aber ich denke, das ist kein Problem. Sieht man direkt, was schwanger heißt und was nicht schwanger heißt. Genau, ich habe hier mir zwei Sachen vorbereitet. Und zwar zum ersten natürlich den Schwangerschaftstest. Das ist ein Schnelltest ab der Periode. Also kein Frühtest, sondern der misst wirklich erst ab der Periode. Ist nicht so empfindlich, würde ich sagen. Und dann habe ich hier so einen Becher. Man könnte natürlich auch jeden anderen Becher nehmen, wo man eben sein Urin reintut. Denn viele haben jetzt bestimmt das Bild im Kopf, dass man einfach auf den Schwangerschaftstest pinkelt. Das geht aber nicht, denn man muss diesen Schwangerschaftstest wirklich 10 Sekunden ins Urin halten. Und ich glaube, 10 Sekunden in dieser Menge pinkelt keine Frau. Und dementsprechend habe ich hier so einen Behälter, da pinkel ich rein. Und dann tunken wir das Ganze da 10 Sekunden ein. Dann haben wir das Ergebnis. Dieser Test zeigt das innerhalb von einer Minute an. Aber bei mir ist es sowieso immer direkt, weil ich halt wirklich schon etwas länger schwanger bin. Aber ich würde sagen, wir machen erstmal und danach erzähle ich euch alles so weitere. So, packen wir jetzt erstmal aus. Das darf man immer erst kurz bevor man ihn macht öffnen. Also immer die Verpackung erst wegmachen, wenn man den Test auch wirklich machen möchte. Nicht vorher, weil sonst kann das Ergebnis gefälscht sein. Dieser Test, den habe ich jetzt einfach aus dem Sky und der kostet 4,99 € und ist so ein ganz einfacher Test. Und hier steht auch direkt immer eine Beschreibung drauf, was schwanger heißt und was nicht schwanger heißt. Und wenn man ihn benutzen will, dann muss man eben hier diese lilane Kappe abmachen. Und dieses Stäbchen kommt gleich in den Urin, aber das zeige ich euch gleich. So, ich habe hier jetzt meinen Urin. Für einige Leute, die es eklig finden, tut mir leid, aber das muss ja nun mal sein. Am besten nimmt man Morgenurin. Wir haben es jetzt relativ spät abends, es ist schon 19 Uhr und dementsprechend ist es kein Morgenurin. Der Morgenurin ist immer am konzentriertesten und deswegen nimmt man eigentlich immer Morgenurin. Bei mir ist es aber jetzt egal, eigentlich wollte ich bis morgen warten, aber ja, man kann ja mal als Frau nicht warten. Jetzt haben wir hier den Test, dann nehmen wir jetzt einfach die Kappe ab und halten dieses kleine Ding hier 10 Sekunden einfach so in das Urin. So, und dann sehen wir hier auch schon, dass hier das Urin schon angenommen wurde. Und wir nehmen direkt den zweiten Strich. Dann machen wir einfach die Tappe wieder drauf. Und dann warten wir. Wie ihr seht, sind da schon direkt zwei Striche. Eigentlich der erste war schon vor dem Kontrollstrich da. Das ist einfach so krass. Also, ja, ich bin auf jeden Fall schwanger. Aber so funktioniert das Ganze. Und das rechte Fenster zeigt eben das Kontrollfenster, also ob der Schwangerschaftstest funktioniert hat. Und der linke ist eben schwanger, ja oder nein. Das sieht man, wie gesagt, auch hier rechts auf der Seite. Da ist eben so eine kleine Beschreibung da. Und hier ist sogar der Schwangerstreifen, also der links stärker als der Kontrollstrich. So, seht ihr das nochmal? Also, das ist wirklich, damit hätte ich jetzt auch nicht gerechnet, dass der wirklich viel stärker ist als der Kontrollstrich. Also das hier ist eben der Kontrollstrich und das ist der Schwanger. Das steht eben doch hier drauf. Zwei Streifen sind schwanger, einer ist nicht schwanger. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt, liest auf jeden Fall nochmal die Packungsbeilage. Nicht alle Schwangerschaftstests funktionieren wie dieser hier, aber eigentlich ist es immer dasselbe und dementsprechend auch leicht zu bedienen. Und dieser zeigt halt wirklich super schnell ein Ergebnis. Dann gibt es natürlich noch andere Varianten von Schwangerschaftstests. Die werde ich euch auch nochmal in einem anderen Video vorstellen. Aber jetzt wollte ich einfach mal so ein ganz, ganz kurzes Video, wie sowas überhaupt funktioniert. Und ja, das war's dann auch. Ich hoffe, euch hat es gefallen. So ein kleines Infovideo für Leute, die es noch nicht wissen. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Video. Tschüss!